Hansa Fan TV, der offizielle YouTube-Kanal des FC Hansa Rostock. So Leute, Martin Piekenhagen, Pieke, war es geil wieder hier zu spielen? Ja, war schön, die ganzen Leute wieder zu sehen und ja, ein paar alte Bekannte zu treffen. Ist immer wieder schön, dort zurückzukommen. 110 Einsätze für den FC Hansa Rostock. Zu Anfang musst du dich hinten anstellen, ne? Ja, gut, das ist ja oft so, wenn man jetzt junger Torhüter irgendwo hinkommt. Ist auch kein Problem, Hauptsache man beißt sich dann irgendwann durch, ne? Das ist wichtig. Trotzdem noch ein bisschen was gelernt von Perry da in der Zeit, wo du auf der Bank gesessen hast? Auf jeden Fall, also auf dem Platz und auch außerhalb. Also Perry wird mir immer in guter Erinnerung bleiben, was das betrifft. Und jetzt die Sensation, mit 39 Jahren nochmal in der Bundesliga ins Tor gekommen. Hättest du damit gerechnet? War ja dieses sensationelle Spiel Mainz-Gladbach, glaube ich. Ja, richtig. Also in Gladbach war es. Und ja gut, was heißt, ich hatte schon meinen Trainerlehrgang angefangen in Bad Blankenburg, zur B-Lizenz. Und dann kam halt die Anfrage aus Mainz, ob ich nochmal ein halbes Jahr dranhängen will oder ein Jahr. Und dann ja, brauchte ich nicht lange zu überlegen. War nochmal ein schöner Schritt dahin. Konnte eine Menge lernen. Von dem Team dort, von dem Trainerteam und auch eine super Mannschaft angetroffen. Ja, wir spielen sehr erfolgreich dieses Jahr und haben eine super Erfahrung. Und wie geht's weiter mit Martin Piekenhagen? Wo sehen wir dich jetzt die nächsten Jahre? Das weiß ich jetzt noch nicht. Also das muss man abwarten. Also ja, Trainer oder Berater oder wie kann man na, das? Na, Berater, Trainer, weiß ich nicht genau. Ich hatte mir eher mal was anderes im Management vorgestellt, weil ich denke, dass ich da in so einer Richtung auch da nicht Bock drauf und da könnte ich auch, denke ich, das ein oder andere tun und bewegen. Aber das wird man sehen, man muss das ein oder andere ausprobieren. Ich habe mein ganzes Leben lang nur Fußball gespielt, ich kann nichts anderes. Und jetzt muss man halt schauen, dass man so das findet, ja, wo es weitergehen kann. Besteht vielleicht noch so eine kleine Restchance, dass wir dich irgendwann wieder in Rostock begrüßen können? Ich glaube nicht, dass sie noch einen 39-jährigen Torwart brauchen. Also, wir wünschen dir alles Gute und jetzt noch eine schöne Party. Ja, danke schön. Tschüss.